So, nur eben geschaut, wie spät wir es haben, beziehungsweise wie lang schon aufgenommen wurde. Ich stand gerade nochmal hier und habe ein bisschen Ausdauer regeneriert. Wir werden jetzt versuchen, nach Raider zu gehen und unser Auto zu holen. Das wäre nämlich ganz cool, da wir dann erstmal wieder die Kalaschnikow und Munition versenken können und auch so insgesamt hier eine Menge looten und aufheben können. Es gibt hier eine Menge Stalker, die 5000 Gold haben, Rubel haben. Und das würden wir ja gerne wieder irgendwie einholen dann. Aber wir können auf jeden Fall schon mal nach Raider wieder. Und das bedeutet für mich erstmal direkt, dass wir höchstwahrscheinlich auch zurück können. Oh mein Gott. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir versuchen gleich einfach mal zurückzufahren nach Pripyat. Aber das verstehe ich jetzt nicht, wo er uns rausgelassen hat. Überhaupt nicht. Hätte er uns in den Außengebieten von Pripyat rausgelassen, hätte ich es total verstanden. Aber das ist mir jetzt ein Rätsel. Gut, gucken wir mal. Wo wäre das denn? Nach Pripyat Außengebiete. Könnte ja sein, dass wir darüber jetzt auf jeden Fall schon mal wieder reinkommen. Das wäre schon mal ganz gut. Auf jeden Fall ab zum Auto. Wir haben einen schönen Fund gemacht, einen sehr schönen Fund. Also das ist viel wert. Vor allem haben wir viel Munition dafür. Also mucho geil, sag ich mal. Packen wir mal direkt aus. Nur damit ihr mal den Zoom seht. Das Ding ist echt nice. Also der Zoom ist besser als ein Fernglas, würde ich sagen. Nur das Fernglas hat halt noch die exzellente Funktion anzuzeigen, wo Gegner ist, wo Feind ist und so weiter. So, das würde ich am liebsten direkt reparieren, aber das lohnt sich, glaube ich, nicht. Na gut, ich würde sagen, wir versuchen mal... Ja, wir können nicht rushen. Ich wollte gerade sagen, wir versuchen mal zum Ausgang zu rushen, aber das funktioniert nicht. Warne dich, Schwein. Ich habe bereits deine gesamte Familie überfahren und ich würde auch dich überfahren. Später. So, hier lang geht's. Oh, die letzten Meter, bis wir wieder unser Auto haben. Ich freue mich so auf das Auto, ihr glaubt es nicht. Endlich wieder ein Fahrbahnuntersatz. Endlich wieder Geblubber aus der Erde raus. Hab ich das vermisst. So, wir haben einen Elite-Detektor bekommen. Den haben wir noch gar nicht ausprobiert. Den packen wir mal auf den neuesten Slot. Ja, ein Device, das dafür geschaffen ist. Ja, Hotbeds. Ja. Ja, ich würde es übersetzen, um... Das sieht er auch als Anomalie? Holy shit. Ja, das dafür geschaffen ist, Anomalien und heiße Strahlungsgebiete ausfindig zu machen. Wie das Ding Strahlungsgebiete ausfindig macht, weiß ich noch nicht. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass die Lautstärke von dem Ding ca. dreimal so laut ist, wie die des normalen Anomaliedetektors. Also das wird noch lustig, wenn das so weitergeht. Nutzen wir das Ding nicht lange. Das sage ich euch gleich. Ich würde gern zu meinem Auto... Und ich hätte gern Munition. So, sehr gut. Ja, zwei Kugeln erstmal so drin. Erstmal zum Chuck-Testern. Ich muss mir mal ansehen, ob Chuck-Tester inzwischen neue Videos gemacht hat. Der Typ wurde ja so gehypt aufgrund seiner Videos. Der hat bestimmt einen riesen Umsatzboom gehabt. So, schauen wir mal. Das erinnert mich auch an mein Chuck-Tester-Fangspiel. Ich habe ja... in der Schule ein Spiel programmieren müssen. Und ich habe ein Chuck-Tester-Fangspiel gemacht, in dem man mit der Maus Chuck-Tester nachjagen musste. Schon 3 Jahre her, das war in der höheren Handelsschule. Und da hatten wir halt Scratch ausprobiert, das Programmiertool für Kinder quasi zum Programmieren lernen. Und das ist halt ziemlich, ziemlich objektorientiert. Ich meine, objektorientierte Programmierung ist eine Sache, aber die objektorientierte Programmierung in Scratch sieht wirklich so aus, dass man mit der Maus Objekte hintereinander packt, die dann zusammen funktionieren.
Auf jeden Fall haben wir damit dann ein Spiel programmieren müssen. Egal, vergesst es einfach. Wenn ich so drüber nachdenke, ist es so armselig einfach gewesen. Gut, wir haben hier was ganz, ganz Nettes gefunden. Ein Auto, welches uns gehört. So, alles weg. Alles weg. Zack, und schon sind wir mal wieder leicht. Ja, was man so leicht nennen kann, aber viel leichter als unser Durchschnitt. Ich habe irgendwas weggepackt, was ich nicht wegpacken wollte. Das muss ich mir mal ansehen. Sieht alles okay aus, ich kann nichts erkennen. Okay. Ja, hallo Auto. Ich habe dich vermisst, um ehrlich zu sein. Ziemlich sogar. Ja, wir werden jetzt erstmal Kehrtmarsch machen und die Pripyat-Außengebiete besuchen und von da aus versuchen, nach Pripyat zu kommen. Ansonsten werden wir den Spielstand laden, dann nochmal durch die Untergründe Pripyats, nur um wieder nach Pripyat zu kommen. Das sehe ich nicht ein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sowas auch drin gelassen hätten. Es ist halt nur sehr kurios, wie wir direkt nach Raider springen konnten. Ich meine, es gibt einen Ausgang, der nur nach Pripyat-Außengebiete geht, aber das war echt merkwürdig. Echt geil mit dem Gepiepse. Geht mir voll einer ab. Ja, diese Blubber-Anomalien kann es aber komischerweise nicht ausmachen. Ist wohl doch nicht so ein Elite-Detektor. So, heizen wir mal hier durch. Sprit haben wir. Sollten wir alles schaffen. So. Uah, alles geplant. So, Batteries in Torture running low. Bevor das wieder 3 Stunden hier rumfliegt, wechseln wir erstmal das Gebiet. Ja, Pripyat Außengebiete. Damals ein Riesenschritt. Jetzt noch größerer, da wir direkt nach Pripyat durchfahren werden. Also, es wird immer besser. Wir machen Fortschritt. Synchronizing Game Data. Vielen Dank. Und den Motor an, bevor wir wieder aus dem Gebiet rausrollen. Dann unsere Fahrzeugbatterie mal anwerfen. So. Stromanomalie, bin ich nicht so heiß drauf. Fahren wir dran vorbei. Dieses laute Gepiepe ist echt nervtötend und laut. So. Einmal hier links, bitte. Ja. Also das Geräusch ist mir wesentlich angenehmer. Dieses flache Geticke ist viel schöner als das Gepiepe. So, bitte einmal da durch. Danke. Dass wir nicht abgebremst worden gerade, wundert mich extrem. So, damit sollten wir auf der Hauptstraße sein, die direkt nach Pripyat führt. Und dann können wir gucken, dass wir looten, looten, looten. Wobei, so viel zu looten gibt es da eigentlich nicht, beziehungsweise muss ich nicht, denn wir haben ja selber noch einen Arsch voll Items im Kofferraum. Das ist ja das Kuriose. Wir kriegen unsere Items ja nicht mal wirklich los. Da sitzt der Hase im Feld, meine Freunde. Was mich gerade wieder daran erinnert, aufgrund der Bahnstreiks muss ich halt mit dem Rad komplett zur Arbeit fahren. Normalerweise habe ich ein Stück Bahnstrecke mit drin, auf jeden Fall. Auf meinem Weg zur Arbeit sehe ich immer tote Karnickel, wo Krähen dran rumpicken. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Vielleicht kommen wir jetzt mal zum Film Die Vögel, dass das langsam Realität wird. Übrigens ein sehr guter Film, Hitchcock müsste es sein. Auf jeden Fall der erste, Die Vögel, ist echt verdammt lustig gemacht. Ich wollte gerade sagen, verdammt gut, aber er ist eher lustig als gut. Ja, ich sag's mal so, er ist gut, aber dadurch, dass wir die heutigen Filmeffekte können, ist er wohl eher doch lustig. Weil ist halt alles mit den Mitteln von damals gemacht. Und mir fällt gerade auf, wir konnten nach Pripyat durchfahren. Wäre mir vorher nicht, wäre mir anders nicht aufgefallen. Na, jetzt zwei? Nee, 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 nee. Scheiße. Ja, das waren mehr, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, das wären die zwei, da war aber noch ein dritter. Ja, wir kommen doch mal nach Pripyat rein und sehen zu, dass wir die alle über den Haufen boxen. Sollte ja nicht so schwer sein. Wobei eigentlich doch mitten in der Nacht, nur mit dem Scharfschützengewehr. Alles andere liegt im Kofferraum. Ja, kriegen wir schon irgendwen. Ich werde erstmal versuchen, hier ein bisschen weiter durchzufahren. Radia,
kann ihn nicht über den Haufen fahren. Er ist wie unverwundbar. So, wir fahren einfach weiter. Wir wollen erstmal zum Militärgrundstück. Okay. Ich glaube, wir sind tot. Ich muss ganz ehrlich sagen, Pripyat bei Nacht ist nicht mein Ding. Okay, ein letzter Versuch. Wenn es da nicht klappt, mache ich erstmal Schluss für heute mit aufnehmen, weil das gibt sonst keinen mehr. So, ein neuer letzter Versuch. Wir werden diesmal eine Kreuzung noch weiterfahren, um halt den Monolithern auszuweichen. Denn ganz ehrlich möchte ich mich gar nicht mit denen anlegen. Die sind mir nicht so stark, sondern ich habe einfach keine Lust auf den Konflikt. Das war jemand vom Militär, das ist ganz okay. Heißt das, dass das Militär jetzt gleich angegriffen wird? Weil die waren ja quasi direkt um die Ecke. Wir schauen mal, ob wir irgendwie dem Militär von hier aus aushelfen können. Wir wissen ja, wo die Problemkinder wohnen. Ich glaube, die sind hier nicht. Ich glaube, die sind eins weiter hinten. Na gut, dann ist das Militär wohl doch in Sicherheit. Ich kümmere mich ja eigentlich eh nicht um das Militär hier. Ist mir eigentlich scheißegal. Ja. Wollen wir erstmal Repair Vehicle machen. Unsere Waffe mal kurz wegpacken. Ein paar andere Waffen mit einpacken. Und damit sollten wir erstmal genügend Verkaufsmaterial hier besitzen. Halt dein Maul. So, ich habe hier etwas für dich. Ja, das gefällt dir anscheinend alles nicht. Problem ist, die Wissenschaftler hatten zwar alle 5000, aber das hier scheinen dann doch nur normale militärarme Schlucker zu sein. Na, ich finde schon noch jemanden, der mir meinen Scheiß abkauft. Und wenn ich nicht alles loswerde, ist ja auch halb so wild. Hallo? Du siehst doch aus, als hättest du Geld. Nee, ihr seid alles arme Schlucker. Scheiße. Ich habe gedacht, ich könnte die großen Moneys machen und dann seid ihr alles so Würstchen. Gibt's hier keinen Händler? Ja, du kannst was nehmen. Dann nimm aber auch was Teures hier. 2000 Rubel sind schon mal eine Menge Medkits. Ja, ich würde sagen, Militär ist scheiße. Wir sehen zu, dass wir möglichst schnell wieder an die Wissenschaftler kommen. Heißt, wir müssen nochmal durch die Nacht, was ich ja so unglaublich geil finde hier. Vor allem dadurch, dass wir im Auto keine Nachtsicht besitzen, wird es umso besser, hier durchzukommen. Boah, das Auto ist ja schlimm. Okay. Hier ist jemand am Patrouillieren. Das soll mir Wurstens sein. Wir wollen einfach nur den Pripyat-Weg hier langfahren. Ist ja gut. Sei nicht so laut. Zweite rechts. Kann ich mir merken. Da lag irgendwas, was ich nicht kenne. Auf jeden Fall sah es wie was Fremdes aus. Ah, sind doch nur Droplets. Okay. Droplets kenne ich. Wäre gelogen, wenn ich sage, die kenne ich nicht. Ich hoffe, dass wir hier durchkommen. Nein, kommen wir nicht. Ich hasse dieses Spiel. Mein Gott, ey. Ich will doch nur mein Zeug loswerden. Es kann doch nicht so schwer sein, hier an Pripyat irgendwo eine Stelle zu finden, wie man gut irgendwo hinkommt, um was zu verkaufen. Wo ist mein Auto? Da. Ja, heißt, wieder rein in die Schrottkiste. Wieder rein mit dem Schrottmotor, wieder an mit dem Schrottlicht. Wie komme ich da hinten hin? Echt, ich habe kein Glück in diesem Spiel. Überhaupt nicht. Ja, ich würde sagen, wir gucken nochmal auf die Karte. Rechts, links, rechts. Ist mein jetziger Versuch. Rechts, da war jemand, ich hab's gesehen. Links. Und wieder rechts. Ja, erstmal ein bisschen weiter rein, aber dann. Ja, die Granate hat mein Auto ein bisschen angebumst, allerdings bin ich wirklich ein bisschen weiter durchgekommen. So, wollen wir das Auto mal ein bisschen reparieren und mal ein bisschen was Geldmäßiges mitnehmen.
So, liebe Stalker, die hier durchdrehen, weil sie denken, die Monolither kommen, was ich ihnen aber auch nicht verübeln kann, denn wahrscheinlich sind sie wirklich auf dem Weg. Na du? Ja, du hast natürlich auch wieder nichts dabei, weil ihr alles Pfeifen seid, die euch, die sich nichts leisten können. Verdammt nochmal. Geht's da wenigstens durch? Nee, ist kein Durchgang. Das heißt, ich darf mir jetzt nochmal um den gesamten verkackten Block hier nochmal einen Weg suchen, nur um zu den scheiß abgefuckten Wissenschaftlern zu kommen. Ist das euer Ernst? Und wo sind die Drecksmonolithen? Wenn ich die sehe, die werden als erstes über den Haufen geschossen. Echt. Gibt mir so auf den Nerv hier alles. Überall sind Anomalien, überall sind keine Händler. Du kleiner Penner. So, jetzt kriegst du mal die richtige Scharfschützenmuni ab hier. Auf Wiedersehen. Chris direkt was auf die Fresse hier. So. Wo läuft jetzt der Wissenschaftler hier hin? Du bist doch dafür bestimmt, mir was zu verkaufen. Nein, andersrum. Um was von mir zu kaufen. Hallo Wissenschaftler. Jetzt sag nicht, der ist in einem anderen Stockwerk. Wir sind alle immer im zweiten Stockwerk. Ich kotze gleich einen riesigen Haufen hier hin. Du, bleib stehen! Wer bist du? Dich kenne ich. Sagst du das jetzt jedes Mal? Willst du mich verarschen? Kannst du stehen bleiben und mit mir handeln, verdammt nochmal? Ich habe ganz viel Scheiß, den ich loswerden will. Wo rennst du denn jetzt hin? Dieses Spiel. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ja, solange wir hier oben ein paar 5000er Wissenschaftler haben, soll es mir egal sein. Dieser dumme Typ, echt. So, du, bist du ein Händler? Nee, aber wenn du kein Geld hast, kriegst du Kloppe. Hallo. Ja, das sieht doch gut aus. Oh. Och. Nee, irgendeine billige noch. Wie die mir sogar noch mehr zahlen, als mir die Militärspasten zahlen würden. Ja gut, mit dem bin ich ja auch befreundet. Macht Sinn, klar. So, hallo du da. Geh mir aus dem Weg, sonst hacke ich dir den Penis ab. Nee, das war das billigste Modell, das ich hatte. Lass mich raus. Nein, lass mich rein. Was ist denn da noch bitte? Da muss irgendwo noch ein Monolither sein. Kann ich nicht einfach über die Strüber springen? Nee. Kann ich irgendwie am Fenster lang hangeln? Mein Gott, beweg deinen hässlichen Arsch aus dem Weg! Okay, er hat sich beruhigt. Wunderbar. Natürlich erst, wenn ich erschöpft bin. Geht ja nicht anders. Lass mich durch, Mann. Ich mach keine Scherze. Hallo, Senja. Hier, nimm den Scheiß. Ach, du hast nicht genug Geld. Ja, den haben wir auch schon einmal abgezockt, glaube ich. Habe ich so in Erinnerung. So, du hast noch Geld. Hier, zack, bums. 2500 Rubel. Einfach nur für eine Scheißwaffe. So, ich hoffe, dass der andere Schmock auch langsam zurückkommt. Dieser Zen Semoy oder wie er auch heißt. Ich kann es mir angucken. Wie heißt der Schmock? Simeon Zoy. Der könnte auch mal langsam zurückkommen. Der hatte nämlich auch noch 5000 Rubel. Aber ich glaube, den sehen wir nie wieder. Vor allem, es wird langsam Tag. Das heißt, ich habe die Chance, gleich etwas zu sehen und alle Monolithen in diesem Gebiet hinzurichten, weil sie mir krass auf die Eier gehen. So, haben wir noch irgendwas, das gemacht werden muss? Nee. Ja doch, ich könnte die zwei toten Monolithen da hinten ausnehmen. Allerdings nehme ich dafür meine Karre in die Hand. Oder zumindest setze ich sie unter meinen Arsch und fahre damit durch die Gegend. Verkackten scheiß Militärstalker und all der andere Dreck, der hier rumläuft. Dreckspenner. So, Open Trunk. Weg damit. Hat ja anscheinend doch nicht so viel gebracht. Also händlermäßig haben wir echt kein gutes Los bis jetzt getroffen. So, wir machen einen Quick Save. Einfach nur, weil ich weiß, dass wir garantiert mein Auto nochmal hier zerbersten lassen. Ja, ich bin ja vorsichtig, hör auf zu piepen. So.
eh jetzt gleich leer, die Karre. Hallo, du mit deinem Nichts. Ah, ich meine, die sind ein bisschen was wert, die Knarren. So kann eine F1-Granate, kann man nicht meckern. So, ich würde sagen, hier an der Stelle machen wir dann erstmal einen Cut. Ich werde mich hier, wenn es geht, auf jeden Fall hinlegen. Und das nächste Mal spielen wir beim Tag weiter, weil Pripyat in der Nacht tue ich mir gerade nicht mehr an. Nicht mit der Ausrüstung, die wir derzeit haben. Ich würde sagen, hier an der Stelle verabschiede ich mich für diese 4 Folgen müssen es gewesen sein oder 5. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.